Der Frankfurt Talk. Live aus den Radio Frankfurt Skyline Studios. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement machen unsere Stadt zu dem, was sie ist. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen in Kooperation mit der Montagsgesellschaft und dem Newcomers Network spannende Themen und Interviewgäste aus der einzigartigen Main-Metropole. Wir begrüßen Sie beim Frankfurt Talk mit Stefan Söhngen. Guten Abend. Ein weiterer Montag, eine weitere Woche liegt vor uns. Montagabend hier der Frankfurt Talk auf Radio Frankfurt. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute, eine Frau, eine Frankfurterin, eine Wahlfrankfurterin, die sich für das einsetzt, was auch für Frankfurt steht, nämlich das Engagement für eine gute Sache, die Vielfalt unserer Stadt. Entsprechend, liebe Julia Schlecker von Kelterborn, toll, dass du heute da bist. Du bist engagiert im Vorstand des Kinderschutzbundes. Das ist eines deiner Engagements. Du bist auch Unternehmerin. Aber lass uns heute mal primär über das gemeinnützige, das ehrenamtliche Engagement reden. Schön, dass du da bist, liebe Julia. Stefan, ich danke dir sehr herzlich für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich, ein bisschen meine Projekte vorstellen zu dürfen in diesem Rahmen. Dann fangen wir gleich mal mit einem Wrap-up an. Was machst du denn da mit dem Kinderschutzbund und was ist eigentlich der Kinderschutzbund? Ja, der Kinderschutzbund ist ein eingetragener Verein. Er kümmert sich um das Wohl der Kinder in Frankfurt. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich finde das sehr schön, hier direkt vor meiner Haustüre was machen zu können. Wie du gesagt hast, ich bin, wie ich jetzt gerade gelernt habe, eine eugeplackte Frankfurterin, eine zugezogene Frankfurterin. Wie viele Jahre? Seit 27 Jahren tatsächlich. Also bist du eigentlich eine Ur-Frankfurterin. Quasi eine Ur-Frankfurterin. Ja. Ich bin tatsächlich länger schon in Frankfurt, länger als die Hälfte meines Lebens in Frankfurt. Und du verrätst uns, und vorher war das Stuttgart. Ich bin in Stuttgart, bin ich geboren worden, ja, und war dort auf der Schule. Und dann bin ich nach Bayern gezogen, in das wunderbare kleine Städtchen Augsburg, hat dort Betriebswirtschaft studiert. Und ja, dann hat mich mein Beruf hat mich nach Frankfurt geführt. Und dann bist du irgendwann auch Mutter geworden und dann hast du irgendwann gesagt, ja, du willst dich auch zusätzlich engagieren und einbringen. Und dann war dieser Moment, dem du gesagt hast, du möchtest ehrenamtlich dich für den Kinderschutzbund einbringen. Habe ich das so richtig gesagt? Ganz genau. Ich hatte ein sehr vollgepacktes Berufsleben. Ich habe in einer der großen Werbeagenturen hier in Frankfurt gearbeitet und war 60-Stunden-Wochen gewohnt und saß eine Woche zu Hause, hochschwanger und stellte fest, dass ich etwas Langeweile habe. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und mir angeguckt, was könnte spannend für mich sein. Und natürlich war das Thema Kinder für mich ein affines Thema. Und dann habe ich dort einfach geklopft und angerufen und gefragt, ob sie mich brauchen können. Und dann guckten sie mich an und sagten, ja. Und ich habe dann tatsächlich die ersten ein, zwei Jahre habe ich in einem Kindertreff dort mitgearbeitet. Da konnte ich dann auch mein Baby mitbringen. Das sind verschiedene Treffs, Eltern-Kindertreffs, die wir in Frankfurt an verschiedenen Orten unterhalten, wo wir einfach die Möglichkeit geben, Eltern mit Kindern bis zu 3 Jahren uns zu besuchen, gegenseitig sich auszutauschen, auch Beratung bei uns zu suchen. Und das war so mein erster Anknüpfungspunkt an den Kinderschutzbund Frankfurt gewesen. Also finde ich total spannend. Du warst auch schon mal auf dem Podium der Montagsgesellschaft. Dabei haben wir über Ehrenamt und über das Engagement hier in Frankfurt gesprochen. Wir reden gleich noch tiefer über das, was du so in Frankfurt machst und was Frankfurt für dich bedeutet. Julia, wir machen eine Musikpause, dann sind wir gleich wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Julia Schlecker von Kelterborn ist unser Talkgast, unser Gast heute im Frankfurt Talk. Es ist total spannend, was du machst. Du bist engagiert im Kinderschutzbund, bist hier im Vorstand und bringst dich ein für die Interessen von Kindern hier in Frankfurt. Davon gibt es wie viele eigentlich? Wie jung ist denn unsere Frankfurter Stadtbevölkerung? Hast du da irgendein Gefühl dafür? Oder? Also ich wohne in Frankfurt-Sachsenhausen und ich habe das Gefühl, Frankfurt ist enorm jung. Ja. Also gerade Sachsenhausen, unglaublich viele Familien. Wir haben auf jeden Fall 4 Gymnasien, Grundschulen, alles platzt aus allen Nähten. Ich höre immer, es ist gar nicht einfach, Betreuungsplätze zu bekommen. Also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gestehen, ich habe die Zahl nicht
auf der Hand oder an der Hand. Aber ich habe das Gefühl, Frankfurt ist eine sehr, sehr junge Stadt und das finde ich auch ganz, ganz wunderbar. Also auf jeden Fall ist Frankfurt eine sehr dynamische Stadt, viel Bewegung drin und vielleicht hängt das auch ein bisschen mit einer jüngeren Bevölkerung. Ich habe die Zahl auch nicht im Kopf und habe sie auch nicht vorbereitet. Aber darum geht es bei uns ja nicht, sondern es geht uns um Frankfurt. Und ich will ein bisschen verstehen, du kommst aus dem fernen Stuttgart, hast verschiedene Stationen hinter dir. Sag mal, was ist deine älteste Erinnerung an Frankfurt? Die gab es vielleicht schon, bevor du nach Frankfurt gezogen bist, oder? Richtig, das war auch der Grund, warum ich nach Frankfurt gezogen bin. Ja. Ich habe mit einer Studienfreundin damals zusammen habe ich einen Freund besucht, der in New York gerade Praktikum gemacht hat. Und dann dachten wir, prima, eine Unterkunft haben wir bringen die Matratze mit und gucken uns eine Woche New York an. Und New York ist natürlich, ich hatte bis dato noch nicht so viel von der Welt gesehen, hat mich umgehauen. Und wir kamen wieder zurück, waren in unserem beschaulichen Augsburg und ein Praktikum stand an. Ich habe mich beworben hier in Frankfurt. Ich saß im Zug, bin nach Frankfurt gefahren, sah die Skyline und wusste, das wird mein Zuhause. So ähnlich wie New York, ja? Nur genau, also es war für mich tatsächlich Manhattan. Also eigentlich auf dem Weg gedanklich nach New York und dann hast du aber mit Frankfurt vorlieb genommen. Richtig, erstmal, und bin natürlich auch in Frankfurt geblieben. Ich habe es dann nicht weiter nach New York getrieben. Schon gut so. Das ist doch, eine schöne Geschichte, die du erzählst. Ganz kurz, was ist besonders toll an Frankfurt? Was nervt dich an Frankfurt? Besonders toll finde ich natürlich die Internationalität, den permanenten Austausch. Ich finde, Frankfurt ist unglaublich offen. Man lernt unglaublich schnell Leute kennen. Es ist vielfältig. Es bewegt sich permanent was. Frankfurt ist für mich auch ein bisschen das Tor der Welt. Also ich reise sehr gerne und auch sehr viel. Genauso gerne, wie ich aus Frankfurt rausfliege, fliege ich nach Frankfurt aber auch wieder ein. Ich liebe den Main, ich liebe die Museen, ich liebe die Kultur. Nicht so sehr liebe ich, weil du gesagt hast, das ist auch wichtig. Im Moment, ich musste jetzt gerade wieder übers Bahnhofsgebiet laufen, Bahnhofsviertel. Das ist tatsächlich so das Einzige, wo ich mir denke, oh mein Gott. Also, dass ich meine Kinder ungerne übers Bahnhofsviertel fahren lasse, das tut mir wirklich ein bisschen weh. Ja, vielleicht werden wir da ja politisch, wir hatten ja gerade eine wichtige Wahl, vielleicht werden wir da auch eine neue Richtungsweisung bekommen. Mal abwarten. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause, dann sind wir gleich wieder da. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Wir sind zurück im Frankfurt Talk. Julia Schlecker von Kelterborn ist unser Talkgast heute Abend. Liebe Julia, du bist im Kinderschutzbund aktiv. Bist vielfältig aktiv, warst auch schon an vielen Orten auf dieser Welt und dementsprechend fühlst du dich in Frankfurt, in der internationalsten Stadt Deutschlands, wohl, zu Hause. Richtig. Du magst die Vielfalt. Absolut. Ich liebe es, mich auszutauschen mit Menschen aus anderen Kulturen. Kommst du ursprünglich aus der Stuttgarter Region, dann warst du in Augsburg und da hat man das nicht so vielfältig. Würdest du sagen, dass diese Vielfalt, die Internationalität, dass das typisch frankfurterisch ist? Das ist definitiv typisch frankfurterisch. Wir haben hier viele internationale Unternehmen, die natürlich auch internationale Mitarbeiter anziehen. Und ich glaube auch, Frankfurt hat einen Ruf in der Welt, einfach sehr offen zu sein. Jetzt machst du etwas, ich springe mal vom Ehrenamt ein bisschen in die berufliche Welt rein. Ich weiß, du machst ein Produkt, entwickelst du mit und vertreibst es mit deinem Mann zusammen, die Contact Me Card. Und die hält ja auch die Vielfalt ein bisschen zusammen. Was ist dann das Besondere an dieser Contact Me Card? Ja, die Contact Me Card ist eine digitale Visitenkarte aus Metall. Und man überträgt per QR-Code oder NFC-Chip überträgt man seine Kontaktdaten und zwar nicht nur die üblichen Kontaktdaten, die auf der Papierkarte stehen, sondern man kann seine Social-Media-Accounts übertragen, man kann seine Weblinks übertragen, man kann seine Firma präsentieren und es ist ein sehr aufmerksamkeitsstarkes Stück. Also man hat es einmal gesehen, es wird in Erinnerung behalten. Ich habe auch eine und wir sehen sie zwar nicht, weil wir im Radio sind, aber ich lasse sie mal hier auf den Tisch fallen. Ja, also so ist sie. Sie ist aus Metall, ja. Genau, sie ist aus Metall.
Und es ist einfach eine innovative Art, Kontaktdaten zu übertragen. Ich glaube, wir haben seit 200 Jahren haben wir Papiervisitenkarten. Mittlerweile sind das 140 Milliarden, die wir pro Jahr produzieren. Also schon auch alleine aus Umweltschutzgründen ist das sicherlich was, was aussterben wird, hoffentlich. Und das ist einfach auch super praktisch. Ich spare mir das Abtippen. Klar. Ich kann keine Fehler einbauen, klar, wenn ich eine Nummer abtippe. Ich kann die Karte nicht verlieren. Ich übertrage sie meinem Gesprächspartner und der hat sie direkt dort, wo sie sein soll, nämlich in seinem Handy. Und wo auch immer wir sind, wir beide sind oft auf Veranstaltungen und man kommt immer mit diesen ganzen Papiervisitenkarten nach Hause und dann, ja, die fliegen dann immer weg. Richtig. Mhm. Wir fliegen gleich zum nächsten Blog und dann reden wir über dich persönlich nochmal, aber vorher machen wir eine kleine Musikpause. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Weiter geht es im Frankfurt Talk. Wir haben zu Gast Julia Schlecker von Kelterborn heute Abend. Und Julia, du bist eine wahnsinnig vielfältige Frau, die ganz viele Sachen macht. Du bist ehrenamtlich aktiv mit dem Kinderschutzbund, du bist Unternehmerin, machst Contact Me Card und bist Familienmanagerin, hast eine Familie mit zwei Kindern, hast einen Ehemann. Was ist das Wichtigste? Die Familie. Das ist schön. Muss ich tatsächlich sagen. Und was ist das Stressigste? Die Familie. Und was gibt dir am meisten Wert? Auch die Familie. Auch die Familie. Und ja. Du verbringst du auch am meisten Zeit mit der Familie? Oder? Definitiv. Mhm. Definitiv. Ich bringe sehr viel Zeit mit meiner Familie. Ich finde das auch ganz wunderbar. Ich habe jetzt zwei Teenager zu Hause. Der eine ist 17 und ja, selbstständig und selbstständiger. Der andere ist 13 und ein typisch verpeiltes, pubertierendes Kind. Gut, der 13-Jährige hört ja jetzt um die Uhrzeit auch nicht zu. Nein, der kannst hört du nicht das zu. Auch so sagen. Ich hoffe es. Ja. Das verstehe ich und dann lass uns trotzdem noch ganz, ganz wichtig über dein Ehrenamt reden. Und ich weiß, du warst im Kinderschutzbund und jetzt steht auch der Hilton Bazaar an. Was hat es denn damit auf sich? Richtig, der Hilton Bazaar findet dieses Jahr nach 2 Jahren Corona-Pause zum 20. Mal statt. Es ist ein großes, großes Projekt für uns, ein wichtiges Projekt für Fundraising, weil wir unsere Gelder viel aus Spenden und aus Zuwendungen akquirieren. Und wir sammeln seit Mitte Februar sammeln wir Kleidung. Ja. Jeder ist herzlich eingeladen, uns zu spenden und die verkaufen wir dann am 18. März im Hilton Hotel. Und muss das, weil das Hilton Hotel ist ja sehr exklusiv und so, muss das jetzt gute Kleidung sein? Muss das Markenkleidung sein, Designerkleidung oder kann das auch eine Discount-Jeans sein? Also muss gute Kleidung sein im Sinne von gut erhalten. Ja. Natürlich freuen wir uns über Markenkleidung. Ja. Wir bekommen auch immer einiges an Markenkleidung gespendet. Das möchte ich auch nochmal betonen. Wir haben, bevor wir öffnen, grundsätzlich eine lange Schlange vor der Tür stehen für diejenigen, die sich die besten Schnäppchen besorgen wollen. Aber natürlich, der größte Teil wird gemacht mit Kleidung, die jetzt nicht die ganz großen Modemarken sind. Also wir freuen uns auch riesig über eine gut erhaltene Jeans von Zara. Genauso wie wir uns natürlich, ich hatte jetzt gerade die Gucci-Jacke zu Hause, die wir ein bisschen aufbereitet haben, freuen wir uns natürlich auch. Aber es ist wirklich herzlich jeder eingeladen, uns gut erhaltene Sachen zu bringen. Und zwar Damen-, Herren- und Kindersachen. Und die verkaufen wir dann, wie gesagt, am 18. März im Hilton Hotel. Sag mal, jetzt machst du, hatte das beschrieben, du bist unternehmerisch aktiv, die Familie und das ehrenamtliche Engagement. Gibt das ehrenamtliche Engagement, wenn du sowas machst wie den Hilton Bazaar, aber auch wie den Kinderschutzbund, gibt das eine wirklich tragfähige Erfüllung, dass du sagst, da hast du dann abends etwas getan, worauf du richtig stolz bist? Weil dass du Familie machst, ist ja klar, ist ja deine Familie. Aber Kinderschutzbund und Hilton Bazaar ist ja nochmal über den Tellerrand hinaus. Richtig, doch, das macht mich richtig, richtig stolz. Das gibt auch unglaublich viel Kraft. Natürlich ist es viel zusätzliche Arbeit. Aber es ist einfach, ja, es ist auch eine, gerade als ich mit kleinen Kindern zu Hause war, ich mache das schon sehr lange, ist das eine willkommene Abwechslung gewesen. Es war auch schön, Zuspruch mal von außerhalb zu bekommen, außerhalb der Familie. Auch das ist wichtig. Also, ich finde das toll. Kinderschutzbund kann man unterstützen. Den Hilton Bazaar, da haben wir zu aufgerufen. Wann ist nochmal das Datum genau? Am 18. März. Am 18. März. Wird gesammelt, wird verkauft im Hilton Hotel. Gesammelt wird noch in den Tagen davor. Und ich möchte alle herzlich einladen auf unserer Seite www.kinderschutzbund-frankfurt.de kann man sich alle genauen Details besorgen, wann wir geöffnet sind, wo unsere Sammelstelle ist, wann exakt der Verkauf ist.
Super. Findet man dort. Super, ich denke, du wirst doch weiteren starken Zuspruch haben, weil das ist Frankfurt, Engagement ist Frankfurt, insofern, du bist ja hier wie der Fisch im Wasser. Gleich nochmal eine Runde, wo wir noch ein paar spezielle Fragen haben. Wir sind gleich wieder da, machen vorher eine kleine Musikbreak. Radio Frankfurt präsentiert Ihnen spannende Themen und Interviewgäste, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist. Willkommen beim Frankfurt Talk. Der Abend schreitet voran, wir sind immer noch im Frankfurt Talk. Julia Schlecker von Kelterborn ist unser Gast. Julia, du bist im Kinderschutzbund, im Vorstand aktiv, du bist Unternehmerin, bist vielfältig, passt 100% zu Frankfurt, bist eine Frankfurterin, die durch und durch für das steht, was Frankfurt ausmacht. Ein paar Herausforderungen zur späten Stunde. Jetzt wird's ernst, beziehungsweise lustig. Was ist dein Lieblingswitz, Julia? Oh, ich habe tatsächlich, das hat mir mein Kind, hat mir letzte Woche einen so goldigen Witz erzählt. Ich tue mich immer schwer mit Witzen, weil ich vermassel gerne die Pointe. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt zusammenbekomme. Oder fängst mit der Pointe an, oder? Er ist ein Zweizeiler, ich schaffe das. Okay, das kriegst du hin. Also, das Mückenkind darf zum ersten Mal an den Strand. Ja. Und dann kommt das kleine Mückenkind abends nach Hause und dann fragt die Mückenmama das Mückenkind: Und, liebes Kind, wie war denn jetzt heute dein Ausflug? Wie war es denn am Strand? Dann sagt das kleine Mückenkind: Mama, es war ganz prima, alle haben geklatscht. Oh, aber immerhin, offenbar hat es ja überlebt. Offensichtlich. Sonst hätt's ein Witz mit gutem Ausgang. Ja, gut, sonst hätte es das Gespräch mit der Mama nicht gegeben. Gell? Toll, wir haben ein Geschenk für dich vorbereitet, liebe Julia. Gib dir das mal rüber. Sag doch mal den Hörerinnen und Hörern, was wir für dich dabei haben. Also zuerst dachte ich, es ist eine Pringles-Dose. Damit hätte der mich auch erfreut. Aber es ist ein Frankfurt-City-Puzzle, das ich tatsächlich nicht kenne. Ja, aber du hast ja auch zwei Kinder. Insofern kannst du jetzt nach Hause fahren. Morgen könnt ihr beim Frühstück euch durch Frankfurt puzzeln. Das finde ich ganz toll. Also finde ich ein ganz wunderbares Geschenk. Ich freue mich sehr. Ich muss mich ohnehin immer mal wieder in Geduld üben. Das wird also eine Prüfung werden. Ich freue mich. Dankeschön. Okay. Hast du für uns auch etwas? Ja, also ich habe jetzt nichts tatsächlich direkt mitgebracht, nichts Materielles, aber ich möchte hier gerne versprechen, dass ich mich weiter für Frankfurt und für die Kinder in Frankfurt und für alles, was Frankfurt so lebenswert macht, einsetzen möchte. Und ich werde sicherlich, ich bin jetzt 20 Jahre beim Kinderschutzbund, nein, 20 Jahre sind es nicht, 18 Jahre beim Kinderschutzbund. Ich denke, es werden noch viele, viele mehr dazukommen. Und das ist eigentlich mein Versprechen an die Stadt, dass ich hier weiterhin gucke, was in meinen Möglichkeiten ist, also, um die Stadt zu verbessern. Um die Kinder kümmerst du dich, bringst dich ein und bringst dich damit auch automatisch für die Zukunft unserer Stadt, unserer Gesellschaft ein. Das finde ich ganz toll. Dankeschön, Stefan. Wir machen vieles gemeinsam und werden da gemeinsame Schritte gehen. Und ich freu mich. Da freuen wir uns alle. Ja, Julia, dann noch allerletzte Frage. Sag mal, in 5 Jahren, das ist immer so die Bewerbungsfrage am Ende unseres Frankfurt-Talks. Wo bist du denn in 5 Jahren? In Frankfurt. Das reicht schon, ja. Genau im Gleichen, was du jetzt machst. Du also bist überzeugt. Man muss ja auch mal so gucken, was man so im Moment hat. Und ich muss gestehen, ich bin super glücklich mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Ich habe tatsächlich kein Ziel, wo ich sage, das möchte ich in 5 Jahren erreicht haben. Ich bin froh, wenn es so weitergeht, wie es ist, weil ich einfach gerade eben. Das ist wunderbar. Ja. Und das ist auch eine ganz tolle Aussage. Das ist so wie bei Goethe. Ich bin ja nicht so zitierfähig, aber irgendwann sagte er doch mal in der Wette mit Mephisto, dass der Augenblick doch verweilen möge, dass man den Punkt erreichen soll. Und ich habe so einen Eindruck, dass du an dem Punkt bist. Ganz bestimmt. Schön. Also, vielen Dank, Julia von Schlecker. Kelterborn, du warst heute Abend bei uns, bist engagiert im Kinderschutzbund, bist Unternehmerin, bist Mutter, bist Familienmanagerin. Toll, dass du da warst, war ein schöner Talk mit dir. Stefan, ich danke ganz herzlich, dass ich heute Abend hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich den Kinderschutzbund vorstellen konnte. Und ja, wer Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet. Dankeschön. Das war der Frankfurt Talk. Internationalität, Vielfältigkeit und bürgerschaftliches Engagement. Alles, was Frankfurt ausmacht. Jeden Montag, 22 Uhr, live auf Radio Frankfurt.